reagiert normal, ist wach ansprechbar, sie atmet normal, sie ist nicht kaltschweißig. Sie hat selbst angerufen, 88 Jahre alt, hat wohl Palpitationen oder halt Herzrasen und Schmerzen soweit. Es passiert einfach nichts, es passiert einfach nichts. Seit 3 Minuten gefühlt stehe ich hinter dem mit Horn. Und nichts. Und es passiert einfach nichts. So, bitte bleib stehen, damit ich auf die Busspur fahren kann. Und so wie er geguckt hat, war er sich unsicher, ob die Bremse gefunden Wertvolle Minuten, die vergehen, um zur Patientin zu gelangen. Erstmal ist es ganz gut wahrscheinlich, dass sie es selbst meldet. Sie wird also wahrscheinlich bei Bewusstsein sein. Aber das kann sich je nach Krankheitsbild sehr schnell ändern. Deswegen ist es erstmal nicht vielsagend. Aber da sind wir jetzt nämlich vor verschlossenen Türen. Das heißt, du müsstest mal mit deinem Dreikanteimer vielleicht raus. Na toll, ich habe mir schon den Handschuh angezogen. Klasse. Schranken und Poller besitzen immer eine sogenannte Feuerwehrschließung. Diese muss mit einem speziellen Schlüssel, den alle Rettungswagen an Bord haben, geöffnet werden. Natürlich raubt es Zeit, ein paar wertvolle Sekunden, aber es ist halt einfach so drin. Bei der Meldung Herzbeschwerden nimmt Notfallsanitäter Arthur erst einmal den blauen Rucksack mit. Hier findet sich alles für die Beatmung von Patienten. Der Rettungsdienst. Die Patientin wohnt im 1. Stock. Auf dem Weg nach oben planen die Lebensretter gedanklich bereits den Transport durch das Treppenhaus. Guten Morgen, sind wir bei Ihnen richtig? Dankeschön, setzen Sie sich ruhig hin, um den Rest kümmern wir uns. Sie können erst mal kurz erzählen, weshalb Sie uns angerufen haben. Ja, also mein Puls ist so hoch und ich habe so Schmerzen hier. Mhm. Okay, alles klar. Irgendwie bin ich so unsicher hoch. Okay, wir würden Sie einmal kurz untersuchen. Dann stelle ich Ihnen gleich noch ein paar weiterführende Fragen. Der Kollege verkabelt es hier schon mal währenddessen, ja? So, ich darf einmal hier den Finger bitte. Ja. So, einmal den Mund aufmachen. Ja, okay, alles klar, perfekt. Dann brauche ich den Arm noch einmal. Sie haben ja keinen Schand oder sowas, nicht zur Dialyse, sehe ich, alles klar. Können Sie sich ein bisschen nach vorne überbeugen? Ist gerade ein bisschen viel, ich weiß. Eine 97er Sättigung. Wann hat das denn angefangen, diese Beschwerden? Also, wo ich heute früh aufgewacht bin, dann auf der linken Seite war, hatte ich schon so ein beklemmendes Gefühl. Okay, um wie viel Uhr war das? So um 7, 6:30. Mhm. Okay. Der Druck ist bei 172:89. Alright. So, ich würde einmal den Kollegen unterbrechen und dann würde ich einmal ein EKG kleben, wenn das okay ist. Ne? Dann müsste ich einmal hier oben ran und dann müsste ich einmal um die Brust, wenn das klar geht. Ne? Ja. Gut. Ziehen Sie einmal. Das bleibt einmal dran, genau. Das Herz schlägt schon relativ schnell. Nicht extrem schnell, aber es ist schon ein bisschen schnell. Aber wir versuchen gleich herauszufinden, was das Problem ist. Deswegen schreibt der Kollege ein EKG. Damit gucken wir uns ganz kurz an, wie das Herz elektrisch leitet, ob da alles soweit okay ist. Und dann gucken wir, ob wir vielleicht da die Ursache finden. Aber da müssen wir jetzt noch ein bisschen mehr befragen. Dabei ist jede noch so kleine Information für die Retter wichtig. Gut, dann bleiben Sie einmal so ruhig sitzen, atmen ganz normal weiter, nicht sprechen und nicht bewegen. Dann schreiben wir einmal das EKG. Wie sieht es bei Ihnen aktuell aus mit Essen und Trinken die letzten Tage? Hand aufs Herz? Also, wenn Appetit nicht so. Appetit nicht so? Nee. Und wie sieht es bei Ihnen mit Trinken aus? Ja, also das trinke ich schon. Wie viel trinken Sie denn so am Tag geschätzt ungefähr? Wie viele Tassen von denen, also trinken Sie denn davon? Ich trinke öfter, ja, also reichlich Wasser, immer Wasser und dann Tee. Mhm. Muffelfuck, also Kaffee vertrage ich nicht. Kaffee vertragen Sie nicht? Ich habe Sodbrennen. Ach so. Ja. Du musst ja auch nicht immer Kaffee trinken, ne? Nee. Aber wenn Sie sonst so genug Flüssigkeit zu sich nehmen, ist ja gut. Das EKG zeigt, die Patientin leidet unter Herzrhythmusstörungen.
einer unregelmäßigen Abfolge des Herzschlags. Also, die Sache ist die, ja, dadurch, dass es als das erste Mal auftritt und wir aber natürlich nicht sicher sein können, ob diese Herzrhythmusstörung denn bei Ihnen jetzt neu ist. Das heißt, wir würden Sie ganz gerne im Krankenhaus vorstellen, vorzugsweise natürlich im Sana-Klinikum Lichtenberg. Die haben eine Herzabteilung. Ja, da war ich schon. Genau. Und wenn alles im Krankenhaus okay ist, dürfen Sie auch wieder bald nach Hause. Das wäre so der Plan bis jetzt. 172 ist der BZ. 172, yes. Okay. So, ein Pflaster. Ist das gut? Ja. Wir müssen jetzt hier nicht akut intervenieren. Das ist ganz gut. Aber Sie jetzt in der Situation jetzt da zu lassen, kommt für uns erstmal nicht in Frage tatsächlich. Und jetzt ansonsten im Laufen, da jetzt gerade irgendwelche Beschwerden, so Kreislauf, schwindelig, irgendwas? Ja, also momentan geht's. Aber ich muss schon vorsichtig sein. Fühlt sich so ein bisschen unsicher gerade. Möchten Sie sich hinlegen? Also wenn Sie sagen, dass Sie lieber liegen möchten, dann hole ich die eben raus. Das ist nee, alles klar. Dann müssen Sie einmal mit mir hier rüberkommen. Vorsicht. Wahrscheinlich wird sie einfach aufgrund ihrer Vorerkrankungen, aufgrund ihres Alters vermutlich nicht wieder zu hundertprozentig gesund. Was aber jetzt nicht primär das Problem bei ihr darstellt, wenn das jetzt im Krankenhaus abgeklärt wird und da alles okay ist, wird sie auch wieder nach Hause gehen können, tatsächlich, ja. Die Lebensretter haben ihrer verunsicherten Patientin ein sicheres Gefühl geben können. Der nächste Arbeitstag startet direkt hektisch. Ja, wir machen uns auf den Weg nach Altenzelle, wieder ein Stadtteil von Celle. Dort sind wir alarmiert zu einem Patienten, der einen Verdacht auf Schlaganfall erlitten haben soll. Die Notfallsanitäter werden schnell eindeutige Symptome feststellen. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Also ich war hier, glaube ich, dafür voll. Mach doch weiter hier, Junge. Unsere Reihen bringen sich Glück heran. Sind Sie der Hausherr? Der Hausherr, ja. Wo müssen wir denn hin? Ja, kommen Sie mal mit. Tag. Guten Tag. So, erzählen Sie mal, warum haben Sie uns gerufen? Ja, kommen Sie mal, pass auf. Die rechte Hand, geht mal an, versucht mal. Die rechte Hand hoch. Die rechte Hand. Und ist im Gesicht irgendwas anders? Nö. Nein. Nein. Nur manchmal mit dem Sprechen, okay. Und sie kann nicht laufen. Und Sprechen ist auch anders als sonst? Ja. Durch diese Demenz, das ändert sich ja. Ändert auch. Sich täglich, ne? Stündlich. Ja, können Sie mir einmal. Nee, wir wollen nicht. Geben Sie mir mal beide Hände und drücken Sie mal so kräftig zu, wie Sie können. Okay, rechtzeitig deutlich abgeschwächt. Mhm. Okay, können Sie mal Ihre Lippen spitzen? So. Okay, machen Sie mal eine runzlige Stirn. Okay, das klappt aber alles super, ne? Ja. Wissen Sie denn, welcher Tag heute ist? Welcher Wochentag? Sonntag, ja, super. Wunderbar. Okay, wissen Sie, wer Sie sind? Ja. Dann sagen Sie mir das einmal. Frau, ich würde jetzt gerne einmal Ihren Blutdruck messen, ja? Und einmal Ihren Kreislauf zu überprüfen, ne? So, sie hat Demenz als Vorerkrankung, was denn noch? Nichts. Ja, nimmt sie irgendwelche? Sie hat schon ewig Lungenentzündung. Und jetzt ist er so, dass er so am Tag immer ab und zu so zwei, dreimal ausbricht. So ein Schub. Ja. Und dafür habe ich denn hier vom Doktor hier so ein Spray gekriegt. Ja. Ja. So. Zeigen Sie mal. Und gegen den Husten. Salbutamol. Haben wir diese Tabletten. Und der Doktor sagt, die sind gut. Ja. Okay. Das Spray und die Medikamente sind für Kai und Carsten ein Hinweis auf eine Asthmaerkrankung. Seit wann geht das mit dem Husten? So, unterdessen nehmen Sie morgens. Da haben Sie einen ziemlich langen Fingernagel. Nehmen wir mal den hier, mal gucken. Seit wann ist denn das mit dem Arm so? Gestern. Seit gestern. Time is brain. Darum geht es eigentlich, dass so ein Schlaganfall nicht älter als 24 Stunden sein sollte. Damit noch die Chance besteht, das Gerinnsel zu lösen und damit auch die Symptome zu reduzieren oder im besten Fall ganz aufzulösen. Okay, wir haben auch einen erhöhten Blutdruck. Trage vor die Tür. Jawohl. Also wir nehmen Sie einmal mit ins Krankenhaus, ne? Oh. Haben Sie Kopfschmerzen? Nein. Okay.
Aktuell müssen wir erstmal davon ausgehen, und jetzt will ich Sie nicht verschrecken, aber ich will auch die Wahrheit sagen, dass Sie einen Schlaganfall erlitten haben, ja? Ja. Und dementsprechend, ja, das kann man jetzt nicht sagen, wie schwer der ist, ne? Das kann man erst jetzt gleich im CT. Sie muss jetzt erstmal ein CT kriegen. Wir holen Sie jetzt auch hier raus. Und jetzt geht alles gut. Jetzt geht es nur noch darum, dass wir uns beeilen, ne? Ja. So, wann ging das Ganze los? Gestern schon. Ja, aber. Aber seit gestern kann sie den Arm schon nicht mehr bewegen. Ja, erst noch. Ja, aber das wurde immer schlechter. Und heute Morgen konnte die Tasse schon gar nicht mehr heben. So. Okay. Der Mann hat die Situation absolut falsch eingeschätzt. Und ich glaube, auch Teil unserer ganzen Begleitung war schon einmal, dass ich gesagt habe, dass häufig der Fall ist, dass Menschen zu spät den Rettungsdienst rufen, gerade bei Schlaganfällen. Und hier war das jetzt der Fall. Ne? Die Leute haben Sorge, dann anzurufen, weil sie denken, ach, könnte er von der Demenz kommen oder von dem, trauen sich dann nicht, den Rettungswagen zu rufen. Ne? Schade eigentlich. Kriegen Sie keine Luft? Wo ist das Spray? Das Spray? Das. Nee. Ich hab das nicht. Nee. Wir brauchen jetzt einmal das Spray. Im Auto hat sie dann plötzlich diesen Hustenanfall bekommen und auch zunehmend schlechter Luft bekommen. Deshalb bin ich dann auch recht zügig reingelaufen, um dieses Asthma-Spray von dem Mann mitzuholen. Das ist tatsächlich viel. Das ist Salbuhexal. Das ist genau das Gleiche. Hat dann hier den Zettel gelesen. Ja, das brauchen wir aber jetzt, weil Ihre Frau gerade. Ja, geben Sie das Spray. Ihre Frau kriegt keine Luft. Ich brauche das Spray. Ja, das ist noch nicht ganz so schlimm. Ich glaube, Sie spielen das alles gerade ein bisschen zu doll runter. So. Oh ja, das ist noch alles nicht so schlimm, sagt er. Er hat in dem Moment auch wirklich ein bisschen gestört. Und er hat einfach nicht gesehen, dass es seiner Frau echt schlecht ging. Und er ging es wirklich schlecht. Entweder war es ihm völlig lax oder er ist halt auch schon dement und hat das auch nicht so richtig realisiert. Ne? One Piece. Nur mit dem Asthma-Spray kommen die Notfallsanitäter nicht weiter. Der Zustand der Patientin verschlechtert sich minütlich. Ja, läuft wie eine Eins. Den Arm ruhig halten, bitte. So. Pflaster hatte ich hier schon hingelegt irgendwo. Sie hat ja eindeutig ein spastisches Problem jetzt gerade, ne? Ja. Seitdem wir jetzt rausgegangen sind, ne? Ja. Wir kriegen jetzt noch mal was zum Inhalieren, ja? Was anderes, ne? Ich muss da mal vorbei. So, Sie kriegen jetzt einmal so eine Maske auf. Da kommt ein Mittel raus. Das sollte Ihnen das Husten nehmen, ne? Aber ich bekomme dauernd Husten. Ja, aber das sollte jetzt mal ein bisschen helfen, ne? Das ist ja nicht normal, dass Sie sich jeden Tag so einen abhusten. So eine akute Luftnot beansprucht den ganzen Körper. Man setzt die Atemhilfsmuskulatur ein. Man ist tief am Atmen und man versucht zu atmen. Man kämpft dagegen an. Das ist wie ein Kampf. Ja. Und häufig versterben die Leute dann halt auch aufgrund dessen, weil sie zu erschöpft sind, um weiterzuatmen. Ja. So, geht los. Ja, bitte. Kai lässt die Frau nicht aus den Augen. Wird's besser? Wird es besser? Nein. Ich war sehr hoch konzentriert, weil ich die lief Gefahr, dass die uns erstickt. Ne? Also scheinen wir genau im richtigen Augenblick gekommen zu sein, weil die Luftnot ja erst quasi seitdem wir zur Trage gegangen sind, da ist. Das heißt, sie wäre auch in nächster Zeit gekommen. Und so wäre sie zu Hause ja auch gar nicht aus dieser Situation rausgekommen. Ne? Das heißt, wir schlagen jetzt hier gerade zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal den Schlaganfall, den sie wahrscheinlich erlitten hat, gestern schon. Und jetzt akut durch ihr Asthma in so einem Asthmaanfall drin ist. Ne? So, jetzt sind wir da. Ne? Jetzt wird ihnen gleich geholfen. Ne? Jetzt müssen wir mal gucken, ob sich als erstes die Neurologen oder die Internisten um Sie kümmern. Aber beide werden sich heute im Verlauf des Tages um Sie kümmern. Ne? Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, dafür müssen Sie sich nicht bedanken. Genau dafür sind wir da. Aber es ist nett, dass Sie es tun. Weil die Schlaganfallsymptome nicht rechtzeitig erkannt wurden, sieht die Prognose für die Patientin nicht gut aus.
Es ist so eine Enttäuschung. Die Frau stand ja vorher noch mitten im Leben und du weißt halt ganz genau, okay, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt ziemlich gering, dass die einfach wieder ganz normal weiterleben kann. Ja. Das sind die Menschen, die halt dann aufgrund der Symptomatik bettlägerisch, pflegerisch werden oder irgendwie so. Und das hätte man ja alles rückgängig, also hätte man alles vielleicht rückgängig machen können, wenn sie einfach nur rechtzeitig im Krankenhaus gewesen wäre. Dieser Einsatz lässt Kai und Carsten etwas bedrückt zurück.